Manche Portugiesen sagen, Europa beginne erst auf der östlichen, der französischen Seite der Pyrenäen. Portugal liege im Nirgendwo. Und selbst der Wind, wenn er die Mühlen treibt, singe hier ein anderes, ein klagendes Lied. So wie unsere Welt eine männliche Welt ist. Die Campinhos, die Wächter der großen Stierherden, bestimmen mit ihren charakteristischen Zipfelmützen unser Kostüm. Und ihre wagemutige und außenseiterische Existenz bestimmt die Fantasie unserer Kinder. Diese Stiere werden für den Kampf gezüchtet. Und Sie können mir glauben, es sind sehr ungemütliche Burschen. Die Campinhos nähern sich ihnen zu Fuß, nur mit ihrem langen Stab bewaffnet. Und mit der merkwürdigen Vertrautheit zwischen Stier und Campinho, die schwer zu erklären ist. Sehen Sie, die Stierzucht auf den Gütern des Riva Tejo ist dafür berühmt, dass sie die gefährlichsten Kämpfer in die Arenen Spaniens und Portugals liefert. Die teuersten auch, nebenbei bemerkt. Die Tiere wachsen ungestört auf. Nur im Winter, wenn der Tejo sein jährliches Hochwasser führt, werden sie von ihren sorgsam abgeschirmten Weiden eine oder zwei Tage Reisen landeinwärts getrieben. Oberster Grundsatz ist, dass auch nicht die leiseste Gewöhnung an Menschen geschehen dürfe. Die Arena soll der Platz sein, an dem sich der Stier zum ersten und letzten Mal dem Menschen gegenüber sieht. Bei all dem zählen die Campinhos nicht. Sie verbringen ihr Leben mit den Stieren. Sie schlafen innerhalb der weiten Zäune, die die Herde von der Welt abschließen. Sie gehen mit eigentümlichen, langgezogenen Zurufen mit ihnen um. Natürlich beachten sie alle Vorsichtsmaßregeln. Oder vielmehr folgen sie einer Verhaltensweise, die ihr Instinkt ihnen genauer diktiert, als sie je erklären könnten. Campinho ist kein Beruf, den man lernen kann. Man erbt ihn. Tatsächlich gibt es so gut wie nie Unfälle. Und ganz gewiss schließt die gleichsam sachliche Vertrautheit, mit der Stier und Campinho wissen, was sie voneinander zu halten haben, jede Gewöhnung an andere Menschen aus. Als bestehe für den Stier ein ganz elementarer Unterschied zwischen den Campinhos und allen anderen Menschen. Und in gewisser Weise ist das ja auch wahr. Die Campinhos leben, wohnen, schlafen, essen anders als zum Beispiel meine Bauern ringsumher, von denen niemand seine Zigaretten im Mützenzipfel aufbewahren würde. Und beide, meine Bauern wie die Campinhos, unterscheiden sich wieder nachdrücklich von einer dritten Menschengruppe am Tejo-Strom, von den Fischern. Die Tejo-Fischer leben in Strohhütten statt in Steinhäusern. Sie gehen barfuß statt in Sandalen. Und auch ihre Tänze sind anders, schneller, nur scheinbar einfach. Oft überraschend. Hier hat es eine Taufe gegeben. Und während das Dorf weiter tanzt und noch bis in die späte Nacht feiern wird, hat die junge Frau ihre Sachen zusammengepackt. Sie ist ja nur der Taufe wegen ins Dorf gekommen, zu den Verwandten, zum Priester. Und jetzt, nach dem großen Ereignis, geht es wieder zurück dorthin, wo die meisten jungen Fischerfamilien ihre ersten Ehejahre verbringen. Ins Boot, das alles in einem ist. Schlafzimmer, Küche,
Kinderstube und Arbeitsplatz. Der Unterschied zwischen meinen Bauern und den Fischern am Tejo-Ufer ist so erheblich, dass die beiden Gruppen kühl nebeneinander herleben. Von Seiten der besser gestellten Bauern kommt noch ein wenig Verachtung hinzu. Heiraten von einer Gruppe zur anderen gibt es nicht. Man darf annehmen, dass die Fischer ihre Formen reiner bewahrt haben. Und einige Wissenschaftler behaupten, sie seien Nachkommen der Phönizier, die einst in der Nähe des heutigen Lissabon eine Handelskolonie unterhielten. Vor dem Ansturm stärkerer Stämme seien sie den Tejo hinaufgeflohen. Auf jeden Fall verrät ihre Musik älteren Ursprung als die des übrigen Portugal und zeigt einige unbestimmt östliche Charakteristika, die der Theorie von der phönizischen Abkunft nicht widersprechen würden. Und ich sage Ihnen noch einmal, es herrscht kein Mangel an Kontrasten in Portugal. Hier sind wir nicht ganz einen Kilometer von jenem Fischerdorf entfernt. Möchten Sie hineinspringen? Gut, was? Hören Sie, Sie dürfen mich nicht für einen Großgrundbesitzer halten. Dies ist nur ein mittleres Gut für portugiesische Verhältnisse. Aber es ist natürlich das Zentrum des ganzen Dorfes, dem es Arbeit gibt. 75% unserer Bevölkerung leben von der Landwirtschaft. Und zwar so um die Güter wie diese geschacht. Oder um viel größere. Und schon gegen das Nachbargut und dessen Lebenskreise abgegrenzt. So hat sich ja auch die enorme Vielfalt und Unterschiedlichkeit unserer Musik erhalten. Viele unserer Lieder sind so lokal, dass Ortsnamen, Dörfer, Güter im Text erscheinen. Hortense, por favor, vai buscar um pouco de vinho para mim e para esta senhora. Sim, sim. Zum Beispiel in der Nordprovinz Minho hat sich ein hier gar nicht bekannter, vielstimmiger Gesangsstil entwickelt, der unserem berühmtesten Rundfunkchor bei Auslandsreisen oft den Vorwurf der Kritiker eintrug, er habe Volkslieder modern arrangiert. Keine Rede.